Hallihallo und willkommen zurück zum Daily Ranking. Heute wieder ein Atlas Reactor und diesmal wieder solo unterwegs. Mal sehen, wen wir hier kriegen. Da pickt jemand direkt Papp. Hi, I can fill, but I am bad frontline. Das bin ich nicht meiner Meinung nach wirklich. Ich hätte hier zwar eine Frontline-Aufgabe, aber das will ich eigentlich nicht machen. Der Rest ist mir eigentlich egal. Ob ich Support oder Firepower spiele, ist mir Wurst. Ja, und ich werde Frontline spielen müssen. Mäh. Mach nee, Moment mal, das war der Bann. Ich zeig mal zumindest an, dass ich lieber Support picke bei dem, was schon gepickt ist, anstatt Frontline, dann könnte er Frontline spielen. Pieps. I play virtually only Firepower, okay. Das ist natürlich nicht so gut. Jetzt müsste er was picken. Okay, er spielt die Frontline, sehr gut. Jetzt ist die Frage, will ich dabei bleiben bei dem? Mit Aurora oder versuche ich? Nee, Surrender ist Quatsch. Surrender ist ziemlicher Quatsch. Dann lieber Aurora, glaube ich. So, hier haben wir noch einen schönen Skin, den wir mal nehmen. Hätte ja auch diesen Frost-Skin, aber von dem hier habe ich noch einen ganz sicken. Ich finde den eigentlich, den finde ich sogar noch, den Dark Matter-Skin, so ziemlich nice. Habe ich noch in blauen Version davon. Ich mag den Dark Matter, ich bleibe beim Dark Matter-Skin. Ability sind Mods. Heal yourself, increase damage, increase duration habe ich hier drauf, einfach nur damit es 1 ist. Ich könnte ein Reveal nehmen. Gegen den Kagan. Ist vielleicht ein bisschen besser an der Stelle. Hier habe ich extra Heilung drauf. Und hier habe ich die Might drauf, die meine Verbündeten kriegen, wenn ich es benutze. Und hier ist, glaube ich, Enemies. Weil die Ulti mache ich nicht so oft. Hab ich mir gedacht, was soll's, scheiß drauf. Also, launch mal. Mal sehen, wie es läuft. Ich habe hier meinen Creator-Hintergrund gelassen, weil ich ihn einfach echt schick finde. Und dann mein Liebling, den Pup. Ich finde, das passt ganz gut zusammen, so von der Farbe her und sowas. Von der Farbkategorisierung sozusagen. So, Omni-Reactor Core. Ich habe gerade einen riesen Update runtergeladen. Ich vermute, es ist die neue Map und ich denke mal, die wird allerdings im Ranking noch nicht aktiviert sein. Das ist eigentlich üblich, dass sie das wegen Bugfixen und sowas erstmal woanders reinhauen. Oh, der hat einen schicken Skin. Der Pup. Der ist ganz nice. Das ist, glaube ich, der Master Skin. So, Papp und Phaedra gehen darüber. Puh, wie gehe ich denn auch in die Richtung? Hier müsste ich eigentlich beide treffen können. Irgendjemand hat sein Timing schon verbraucht. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Ich denke, wir sehen es nur durch Phaedra. Was hier los ist. So, das ist die Frage: Springt der oder macht er irgendeinen anderen Quatsch? Ich bewege mich mal dahin. Da kann ich dann dahin natürlich nicht mehr wirken, wo die sich gerade hinbewegt haben. Ich wollte dann so nicht an der Ecke stehen, weil ich im Zweifel so einen Haufen Schüsse abkriege. Das fand ich nicht so geil. Ich dachte mir, nächste Runde haue ich die einen klar raus, weil ich denke, er wird dann auf jeden Fall unsichtbar sein. Wenn nicht jetzt sogar schon unsichtbar geht. Nee, macht er nichts. Das hat mir ein bisschen Energie gegeben schon mal. Sehr schön. Find Blue. Das ist unser, nee, das ist unser Väterer, der hier Connection Problems hat. Er ist stehen geblieben? Er ist auf der Might stehen geblieben. Okay.
kann ich da hinwerfen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen langsam gedrückt. Und unser Pferdrad hat gelieft. Das ist natürlich doof. Das ist ein schöner Hit. Falls er wieder zu mir läuft, habe ich ihn dann wieder. Schade, das hat nicht getroffen. You're gonna need a lot of Band-Aids. I'll give you one shot. Nope. Das heilt er zum Glück wieder raus alles. Das heilt er wieder raus. War ordentlich Damage, den sie gerade ausgeteilt haben. Nur leider... Aber L hat halt über 80 Damage gemacht, was ziemlich nice war dann. Ich bin nicht nah genug dran. Ich bin nicht nah genug dran. Ich muss dann noch weiter ranlaufen. Um dort was zu kriegen. Wenn sie jetzt ausweicht, er ist sogar stehen geblieben. Das ist ein bisschen dumm. Weil er können sich eigentlich noch bewegen. Wieder über 60 Schaden. Oh, und nochmal ein bisschen. Ja, er trifft halt trotzdem. Ja, das kann ich halt auch gerade nicht machen. Die gehen da ein bisschen Fullham rein, die Jungs. Ich muss da mal hinlaufen ein Stück. Ich könnte jetzt halt ihn meiden und sie ihr das Gegenteil geben, aber das will ich eigentlich gar nicht. Das ist noch ein bisschen zu wenig, bin ich der Meinung. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Ah, das ist natürlich nett, dann trifft sie das nämlich nicht. Ich treffe sie beiden derweil. Kann er wieder auf ihn schmeißen wahrscheinlich, um das zu triggern. Nee, macht er nicht. Warum hat er denn so viel Damage? Warum hat er denn 40 Damage die ganze Zeit? Sei also Frontal kommt bei 100%. Hö? Ah, er hatte die Might vorhin, ne? Die ganze Zeit. Das ist natürlich ziemlich stark. Ich mach mal so. Und jetzt muss ich mal ein Stück in die Richtung gehen. Komm schon. Bot, lauf ein Stück zu meiner Richtung. Flop. I've got a better angle on you. Okay, sie hat catalystet. Müsste sie zumindest. Sehe ich noch nicht, oder was? Anscheinend sehe ich das noch nicht. Sehe ich es jetzt? Sie hat nicht gekettet, sie ist normal gesprungen. The fuck? The fuck. Er kann nicht wieder springen und er kann sich auch nicht wieder unsichtbar machen. Von daher ist noch relativ viel safe. We are one. You must not fall. So. Da gibt es noch ein bisschen Heilung. Und 12 Energie für mich. Ach, da hat sich hingestellt. Na, hätte ich vielleicht doch da rausschieben sollen. Hätte ich den Papp nämlich noch mitheilen können. Da stehe ich natürlich jetzt direkt daneben. Oh, ein toter Kagan. Who are you talking to? Your goal to get absolutely negative stats or something? The fuck? Versuche ich das mal. Ah, sieht gut schwierig. Auch mit dem Weak vor allen Dingen. Wird ein bisschen doof. Oh, have I got a surprise for you? My resolve remains strong.
Mehr als 20 Schaden habe ich halt nicht als Aurora. Aber sie kommt nicht weg. Bis darauf, dass sie ihre Ulti hat, was ein bisschen doof ist. Ich versuche mal dich zu heilen. So, wir bringen unsere ganzen Cooldowns wieder runter. Nett. Wir bewegen uns eh nicht. 28. Dem gebe ich nur noch 10 Heilung, aber es reicht halt nicht. Um viel zu zurückzukommen. Sehr schön. Damit ist sie tot. Oh. Na gut, du bleibst jetzt stehen. Ich habe eine Ulti. Ist natürlich interessant. Die würde ich allerdings jetzt nicht benutzen wollen. Na. Go now. Because this. Und wir stehen alle zusammen. Der kann da so geil rein ulten. Das ist irgendwie wenigstens ziemlich Quatsch, meiner Meinung nach. Ja, das. Hä? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, was sie jetzt von mir wollen, so richtig. Ich kann nur so. Muss ich halt so machen. Ich komme nicht ran. So, mit Taunten. Okay, sie bleibt dort. Damit müsste sie auch tot sein, wenn sie mich gerade nicht ultet. I decide who lives and dies. Oh, I'm flexible. I'll kill you anyway. Und nächste Runde kann ich wieder heilen. Er weicht so oder so aus. Frage ist, wohin? I am with you. Okay, nee, der weicht ja aus. Dadurch ist das leider nicht ganz so erfolgreich, wie ich dachte. Aua. Jetzt habe ich einen blöden Tick auf mir drauf. Ach, fuck. Er hat wieder reconnected. Wow. So. Ich weepe ihn mal und. Ja, ihn auch. Sehr gut. Guards, please! Die Deception failed. Da haben sie ihm ordentlich viel Damage gegeben. So. Oh Gott. Ob ich das irgendwie hitte, weiß ich nicht. Glaube ich irgendwie nicht, dass ich das hitte.
Ja, da kommt wieder die Animation wieder bei ihm, glaube ich. Da kommt gleich der Damage. Genau, da kommt er. Wow, you're great for target practice. Wow. Death was so very dull. So, dummerweise kann ich jetzt nicht heilen. Aber so kriege ich wenigstens noch 4 Heilung raus. Ich halte das für einen sinnvollen Trade sozusagen. Oh shit, damit hole ich mir selber Damage. Das ist nicht so gut. Wir können das noch verlieren. Wenn wir weiterhin so Helm reingehen. Ja, wobei sie ist wenigstens richtig tot, dass ich angreife. Oh ne, sie heilt sich. Oh, wieder. Sie heilt sich ordentlich. Sie heilt sich ordentlich. Five turns remaining. Puha. Ich kann mich jetzt selber heilen, aber das wird langsam ein bisschen knapp. Am Anfang haben sie mich ziemlich ignoriert, jetzt inzwischen machen sie es nicht mehr. Mit der Ulti sich neben sie stellen, das ist natürlich ziemlich nice. Oh, you're gonna like this surprise. If you like pain, that is. Okay, sie haut ab. Er wirft den Quatsch auf mich, damit er nächste Runde nicht triggern kann. Cushion. 30 Damage ist ordentlich. Er kann auf jeden Fall 10 Damage auf mich machen. Er kann aber auch unsichtbar werden. Unsichtbar will ich nicht. Gegen unsichtbar bin ich. So, er will sie jetzt töten und ihn damit auch, sozusagen. Aber ich kann ja dadurch sterben, das ist so ein bisschen das Problem. Ja, ne. Dass sowas passiert, war ziemlich klar, aber er kann zumindest nicht unsichtbar werden. Bite the bullet. Sehr schön. Ah, da steht schon 6-3. GG. Das war eine schnelle Runde. Da kam nochmal irgendwie ein Dash, ein Dead Animation, keine Ahnung. Warum sind die alle ausgegraut? Wusst? Wusst? Sieht man jetzt, wer überhaupt GG-Boosts hat oder was? Komisch. First win of the day, direkt gewonnen. Das war's dann eigentlich schon fast wieder mit dem Daily Ranking, bis darauf, dass ich natürlich noch aufmachen werde, was ich jetzt gerade bekommen habe. Jetzt ist das hier alles ein bisschen detaillierter, okay. Und es gibt neue Töne und es passiert nicht alles gleichzeitig, sondern nacheinander, was noch länger dauert dadurch. Uiuiuiui, meine Güte. Die Animationen dauern ja Ewigkeiten. Herrje. So, damit sind wir aber Silber 2 gerade geworden. Ist das richtig oder Silber 1 sogar? Ne, Silber 3 sind wir geworden. Von Silber 4 auf Silber 3. So, jetzt öffnen wir hier noch die Loot-Matrix. Mal sehen, was drin ist. Legendäre 57. So. Ja, gut. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, ich habe leider wieder Support spielen müssen. Viele Leute wollen halt Firepower spielen. Und dann bis morgen, meine Freunde.